Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Schock, ein sehr cooler deutscher Film. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Mein Mandant bietet Ihnen 50.000 Euro. Besorgen Sie die Antikörper, wiederholen Sie seine letzte Therapie, mehr nicht. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Bruno. Der ist Arzt in Köln, hat aber seine Zulassung verloren. Dementsprechend arbeitet er jetzt im Untergrund und behandelt alle die, die nicht zu einem Arzt oder ins Krankenhaus gehen können. Und das Wichtigste für ihn ist, dass er Leuten helfen kann und eben arbeitet. Dementsprechend gerät er dabei dann aber auch zwischen einige Fronten und immer wieder in brenzliche Situationen und teilweise kommt er da dann auch nicht mehr so leicht raus. Das ist die Grundstory und man muss sagen, diese Figur ist zum einen sehr authentisch geschrieben, man fühlt mit ihr gut mit und man kann ihre Intentionen nachvollziehen und es ist auch spannend von dem, wie es erzählt ist, gemacht. Am Anfang braucht er ein bisschen, um reinzukommen, aber dann nach und nach, muss man sagen, ist es wirklich unterhaltsam gestaltet und vor allem sehr kurzweilig. Dementsprechend storytechnisch fand ich das sehr cool umgesetzt. Dementsprechend 4 von 5 Punkten. Weiter geht's zum Schauspiel und da muss ich sagen, macht Dennis Moschito wirklich einen sehr guten Job. Wir haben andere bekannte Gesichter, wie zum Beispiel auch Farih Yardim oder Anke Engelke mit dabei, allerdings nur in Nebenrollen. Man muss sagen, aber die Hauptrolle mit Dennis Moschito, der macht wirklich einen sehr guten Job und das ist authentisch und dementsprechend macht es einfach Spaß, ihm zuzugucken. 4 von 5 Punkten, der ist echt gut. Dementsprechend technisch muss man sagen, ist der Film schön gestaltet. Man sieht ihm ein bisschen an, dass er nicht so viel Budget hatte. Da wäre optisch schon noch ein bisschen was gegangen, was so den Look angeht. Es sieht insgesamt sehr solide und okay aus, aber da wäre mehr drin gewesen, das Ganze ein bisschen dreckiger, ein bisschen mehr Neon zum Beispiel darstellen zu lassen. Dementsprechend insgesamt ja, 3 von 5 Punkten solide. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, am Ende ist Schock ein sehr interessanter deutscher Film geworden, von dem ich anfangs erstmal nicht so viel erwartet habe. Das Poster sieht etwas bedrohlicher aus, als der Film am Ende ist. Er ist schon, muss man sagen, sehr tiefgehend, bedrückend und zeigt diese Unterwelt sehr cool, aber auch ist nicht langweilig, ist kein Arty-Film sozusagen, sondern der kann auch im Mainstream relativ gut funktionieren, weil er wirklich authentisch und teilweise auch ein bisschen einfacher erklärt ist von den Strukturen. Dementsprechend insgesamt kann ich fürs Kino nur empfehlen, 4 von 5 Punkten, insgesamt 15 von 20 Punkten, starker, guter Film geworden, den man sich auf jeden Fall auch im Kino anschauen kann. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!